Hey Leute, willkommen zurück auf Sportbox und zwar heute 27. Bundesligaspieltag. Meine Tops, meine Flops. Meine Tops, ganz klar. Karim Bellarabi, Bayer Leverkusen, für mich der Spieler mit der Saison, ganz klar im Moment. Gegen HSV Hammerleistung gezeigt, Tore vorbereitet. Gerade der Sprint zum 1-0 und wie er dann auch selbstlos den Ball rüberlegt und abspielt. Ein starker Spieler, starke Sache. Bombenspiel und einer der Spieler, der auch für ganz, ganz große Vereine interessant werden kann. Wie seht ihr? Eure Meinung dazu. Zweiten Spieler, den ich habe auf dem Zettel, ist Robert Lewandowski. Man muss ihn einfach jetzt auch mal hervorheben. Er macht mittlerweile konstant seine Tore. Er entscheidet das Spitzenspiel. Er jubelt danach stumm. Er wird immer noch von den Dortmunder Fans akzeptiert, obwohl er zum FC Bayern gewechselt ist. Und das zeigt einfach, wie man mit einem Wechsel offen, ehrlich umgehen kann. Wie man sich als Spieler auch dann in einen neuen Verein einbringen kann und wie man gegen seinen alten Verein auftreten kann. Von Anfang bis Ende Topleistung von Robert Lewandowski an diesem Spieltag. Meine Flops sind mir aufgefallen. Klaas-Jan Huntelaar, er ist der Starstürmer von Schalke 04. Er ist jetzt 900 Minuten ohne eigenes Tor und langsam ist er das Zeichen dafür, dass Schalke die Champions League verpassen wird. Huntelaar kommt einfach nicht in Form. Schalke ist auf seine Tore angewiesen und auch an diesem Spieltag hat er wieder gezeigt, dass er vorm Tor einfach zu harmlos ist. Bei seinen Abschlüssen war fast jeder Ball so zentral geschossen, dass der Torhüter überhaupt kein Problem hatte. Und ja, ich sehe Huntelaar einfach der als Mitverlierer des Spieltages. Zweiter Verlierer des Spieltages, der komplette Hamburger SV. Wie man nach einem Trainerwechsel und nach einer Woche sich so hinstellen kann, und dann so eine Saison im Endeffekt abschenken kann, so auch jetzt im Endeffekt den Niedergang weiter einläuten kann, ist für mich unverständlich. Deswegen gehört der HSV auch mit zu den Verlierern des Spieltages. Meine Frage natürlich an euch, habt ihr sonst noch Gewinner oder Verlierer? Stimmt ihr mit mir überein? Lasst es mich über die Comments wissen. Vor allem wäre dann auch interessant, wie seht ihr denn die Tipps schon mal für den DFB-Pokal? Freut ihr schon auf den DFB-Pokal? Ich bin schon auf jeden Fall gespannt. Lasst es mich über die Kommentare wissen und dann bleibt sportlich, bleibt auf Sportbox.